Wie versprochen, berichte ich dir wieder von meiner Reise durch die deutsche Provinz. Die Vielfalt dieses Landes kann ich nur erfahren, wenn ich ins Unbekannte aufbreche und Berlin mal hinter mir lasse. Einfach mal Regionen besuchen, wo sich Künstler abseits der Metropolen ihren Eigensinn bewahren und mit Kultur Heimat schaffen. Heute, liebe Olga, schreibe ich dir aus dem Allgäu. Olga, ich sage dir, das ist hier wirklich eine ganz andere Welt als bei uns zu Hause in Berlin. Ich habe mich auf den Weg tief in den Süden gemacht und stelle fest, das Allgäu hat gar keine klar definierten Grenzen, ist wohl eher ein Gefühl als eine Region. Einst ließ sich hier ein ausgeflippter König nieder. Seine Bude gehört immer noch zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. 1,5 Millionen Besucher jährlich. Auf rund 400.000 Kühe kommen gerade mal 500.000 Allgäuer. Und wenn sie nicht aufpassen, haben hier bald die Kühe das Sagen. Außer dem lieben Vieh gibt es im Allgäu auffallend viel Holz. Bäume natürlich, aber auch viele Gebäude sind damit gebaut. Aus dem Holz, das übrig bleibt, machen die Allgäuer Kunst. Die Landschaft hier ist unglaublich schön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielen Künstlern als Inspiration dient. Dem Maler Günter Rauch zum Beispiel. Er liebt seine Berge und zeichnet eigentlich kaum etwas anderes. Und wenn er die Berge nicht zeichnet, dann macht er Kunst auf ihnen und stellt riesige Pforten auf ihre Gipfel. Ich bin mit Günter verabredet. Wir wollen zusammen auf einen Berg steigen, um dort eine seiner berühmten Pforten aufzustellen. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Hallo. Günther. Wladimir. Grüß dich. Servus, das ist ja schön, dass du ins Allgäu kommst. Zu den Bergmenschen. Zu den Bergmenschen. Unterscheiden Sie sich von den Menschen auf flacher Ebene? Ja, logisch. Und wie sind Sie dann? Ja, viel besser. Günther ist ein passionierter Bergsteiger und wäre sicherlich am liebsten zu Fuß auf den Gipfel gekraxelt. Aber zum Glück nehmen wir die Seilbahn. Auf dem Weg erzählt er mir, wie sehr ihn die aktuelle Flüchtlingssituation bewegt. Und dass er auch versucht, die Flüchtlinge in seine Kunstaktionen zu integrieren. Und die Flüchtlinge, die helfen dir bei den Toren aufstellen? Die leben in ihren Unterkünften auf engstem Raum, die waren wahnsinnig da drin. Und die Leute sind einfach froh, wenn sie rauskommen, um was zu tun und was anderes erleben und mit Deutschen reden. Das ist ja auch das Nächste. Wer redet denn mit den Leuten? Für die Syrer muss das Oberallgäu total fremd, wie ein anderes Planet sein. Total. Die haben doch das alles nicht. Berge und so und diese Pusteblumenplantagen, das haben sie alles nicht. Das ist schon hier, also das ist so unwirklich, diese Landschaft. Das ist wie gestellt. Ja? Also man glaubt nicht, dass das echt ist. Kurz vor dem Gipfel haben wir einen guten Ausblick auf den Grünten, den Wächter des Allgäus. Dann sind wir oben auf dem Mittagberg, rund 1400 Meter Höhe. Und blicken auf die Allgäuer Alpen. Ein Spezialfahrzeug bringt das Baumaterial für unser Himmelsportal auf den Berg. Günthers Freund Werner hat diese wichtige Aufgabe übernommen und erreicht den Gipfel kurz nach uns. So, wir laden dann hier irgendwo ab. Wir möchten jetzt die Teile abladen, dann würden wir sie da auslegen. Und dann kann sich jeder aussuchen, was er gerne tragen möchte. Gut, mache ich. Also du kannst dann das größte Teil aussuchen. Ja, wie Lenin bei Subotnik, bei dem freiwilligen Arbeitseinsatz. Es gibt so ein ganz berühmtes Bild, wo ein kleiner Lenin also ein großes Brett trägt. Ich mag jetzt schon deine Kunst. Sehr Vielen sportlich. Dank. Also gut, dann laden wir ab. Oh, Holz! Wir können da, ja eben, das ist schwer. Nein, nehmen wir zu viert. Ach, Olga, was für eine spektakuläre Aktion. Wie Lenin beim freiwilligen Arbeitseinsatz. Wie Kinski im Film Fitzgeraldo. Die Balken sind schwer, aber mit vereinten Kräften schaffen wir sie auf den Gipfel. Ich trage den Balken gemeinsam mit einem Mann aus dem Senegal und zwei Syrer sind auch mit dabei. Dann haben wir es endlich geschafft.
Genau hier will Günther seine Himmelspforte errichten. Und dann steht die Pforte mit Gesicht. Mit dem Blick aufs Tal, in dem Fall, beziehungsweise in die Berge. Und das ist, glaube ich, schon ein außergewöhnlicher Blick. Es ist, glaube ich, schon wirklich so, dass man durch so ein Zeichen, das die Pforte ja darstellt, erst die Landschaft auch, vielleicht auch sich selber erst richtig wahrnimmt. Als Bilderraum für das, was da ist, dass die Menschen endlich merken, das, was sie jeden Tag sehen, aber nicht, nicht begreifen. Ja. Man muss irgendwie erst mal eine Bremse haben, mal stehen bleiben und mal innehalten und überlegen, was denn alles. Jetzt weiß ich, was wir tun. Lass uns die Pforte aufstellen. Das machen wir. Aber zuerst müssen wir sie zusammenbauen. Ich packe mit an. Ja, ganz einfach. Der große Moment. Wir stellen das Portal auf und alle helfen mit. Die Flüchtlinge, Günthers Freunde und Nachbarn, aber auch ein paar Wanderer, die zufällig hier vorbeikamen. Ein paar letzte Handgriffe und die Pforte steht. Okay, den bringen wir jetzt nur mal rein. Von der Seite, oder? Günther, deine Kunst, finde ich, hat eine wichtige soziale Funktion. Zwei junge Männer aus Syrien haben uns heute geholfen, diese Pforte aufzustellen. Ein Mann aus Senegal. Ist diese soziale Komponente, wie wichtig ist sie für dich? Also es ist für mich ganz wichtig, dass sich Menschen zusammenfinden, um etwas nicht Kommerzielles miteinander zu machen, etwas Ideelles. Und ich finde, es ist wichtig, die Kunst sollte eigentlich gesellschaftlich wirken, weil sonst ist es nur Dekoration. Was hältst du von dieser Aktion? Ja, das hat Spaß gemacht. Also das finde ich sehr toll, dass ich mit den Deutschen oder anderen Leuten zusammen unterhalten oder sowas. Ja, das finde ich sehr wichtig. Mensch, Günther, du stellst mit deiner Pforte viel mehr auf als ein paar Holzbretter. Du bist quasi für mich der heilige Pförtner vom Allgäu. Du öffnest die Türen für die Welt. Also heilig bin ich sicher nicht, höchstens scheinheilig. Aber du hast natürlich recht, es geht eigentlich weniger um die Bretter, sondern um den Moment, wo die Leute, die Besucher, das Thema eben erkennen. Öffne die Tür, weil jeder die Möglichkeit hat, für sich selber eine Tür zu öffnen. Man muss ihn nur, oder man, ich versuche es, darauf hinweisen. Und wir laden euch alle jetzt noch ein auf ein Glas Sekt. Bitte herkommen. Auf die Pforte. Auf die Pforte zum Wohl. Während sich der Gipfel langsam leert, stehe ich noch lange mit Günther in seiner Pforte und genieße den Ausblick. Er macht eine tolle Kunst, die Menschen zusammenbringt und die der Verständigung dient zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Natur. Überhaupt haben mich die Allgäuer Künstler stark beeindruckt. Sie alle sind in der Landschaft und ihrer Geschichte tief verwurzelt, haben aber etwas daraus gemacht. Rainer, Christoph, Lia und Günther. Sie haben den Traditionen, dem Kunsthandwerk ein neues Leben gegeben und Bestehendes weiterentwickelt. Keine Spur von konservativ. Aber jetzt, meine liebe Olga, freue ich mich auf dich und auf Berlin.